Herzlich willkommen zu der Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Darksiders 2. Und letztes Mal wussten wir mal wieder nicht, wo wir lang müssen. Man kennt das Spiel, das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Und jetzt habe ich mal was ausprobiert, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Damit ich das nicht gleich nochmal alles machen muss, erkläre ich euch nur, was ich gerade gemacht habe. Und zwar habe ich da hinten, ihr seht das, da oben, ne? Da ist so eine Granate dran. Die habe ich mal an diesen Knopf da geworfen. Und jetzt ist mein Plan, das Ding abschießen, dann geht das Ding hier runter und dann hoffe ich, bleibt das zweite da, dann können wir da gleich rüber. Das wird jetzt nicht so leicht, aber wir probieren das mal. So, pass mal auf. Ihr werdet ja sehen, was dann passiert. Ups, falscher Knopf. So. Jetzt nimm die Waffe weg. Nimm die Waffe weg. Nimm die Waffe weg. Nein. Yes. Es hat funktioniert. Nicht so richtig und nicht so, wie ich es wollte, aber es hat funktioniert. Wir sind rübergekommen. Geil. Und ich glaube, hier ist ein Schlüssel drin. Hier ist ein Schlüssel drin. Yes. Wow. Skelettschlüssel. Mit diesen verzierten Schlüsseln können im aktuellen Bereich verschlossene Türen geöffnet werden. Drücken Sie O, um sich die Karte anzusehen und nach verschlossenen Türen... Hä? War das da immer, wenn ich Schlüssel gefunden habe? Ich war jetzt gerade ein bisschen verwundert, aber es wird schon so eine Richtigkeit haben, ne? Eiche, ne? Eiche. Der alte Kackvogel. So, jetzt kommen wir ja einfach hier zurück und ich weiß schon, glaube ich, wo das war mit dem, mit der Tür, wo wir den Schlüssel verwenden können. Oder, Professor? Ja, ich glaube schon, aber was ist hier jetzt los? Was ist das denn? Was? Was willst du denn? Was willst du denn? Kommt hier einfach unangekündigt an und meint, sie könnte hier einmal einen auf hart machen oder was? Ich glaube, den haben wir dabei. Ah, Alter. Was ist das denn für eine Tussi? Verliert die Leben ja. Das sehen wir hier oben an den Zahlen, die von ihr weggehen. Haut ab, Zahlen! Geht weg! Ich werde sie dir austreiben! Du alte Hexe! Aber die ist jetzt ja eigentlich nicht so das Problem. Im Moment jedenfalls noch nicht. Das liegt auch daran, dass ich so ein bisschen gut bin. Oh shit, jetzt ist sie ausgewichen. Aber das schaffst du auch nicht lange. Oh, 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 oh. Okay, jetzt hat sie uns ein bisschen was abgezogen. Das ist richtig. Abgezogen? Bam, 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 bam. Bam, bam. Oh. Halt. Hä? Was denn jetzt? Was ist denn? Ach, jetzt sind da noch mehr. Ach so, jetzt dachte ich, naja, gut, sind wir gleich fertig. Dem war nicht so. Und jetzt habe ich nur noch halbes Leben. Da muss ich einen Trank nehmen. Und ich habe nur noch dann zwei. Ah. Mach mal auf. Wir holen mal die Gule raus. Bams. So, Gule. Bitte mal die Frauen hier, die Damen. Ein bisschen einnehmen. Ah. Sind die schon weg, die Gule? Die sind ja schon weg. Okay, neuer Plan. Ah. Ah. So, jetzt machen wir hier den Teleportschlag. Bam. Der gibt uns noch ein bisschen Leben zurück. Oh, guck mal, wie viel die mir abgezogen hat, die Alte. Ich muss mehr abhauen. Aber wenn da zwei sind, dann muss man nur noch abhauen. Und gar nicht mehr zuhauen, weil die einen immer hauen wollen. Guck mal, wie wenig Leben ich noch habe. Zack. Nein. Oh, shit. Shit, shit, shit. Und weg. Und weg. Weg. Oh shit, nicht geschafft. Ja Leute, das ist auch nicht so leicht. Stufe aufgestiegen. Schuhe aufgestiegen. Schuhe aufgestiegen. Beruhig dich mal. Ja, ist ja gut. Jetzt ist aber nur noch eine da. Das ist dann nicht mehr so schwer. Dann kann man immer, wenn die sich auflegt, kann man so wegrippen. Oh, da kommt man auch nicht. Das üben wir nochmal. Das üben. Ah. Eiche, hilf mir! Eiche! Eieiei! Oh! Das schaffen wir jetzt. Guck mal, 900 habe ich da abgezogen gerade mit einem Schlag. Unglaublich. Und da gibt's Schüchen. Finde ich gut. Aber die waren schwach. So, kann ich jetzt bitte wieder weitergehen? Ja. Danke! So, wo war jetzt die verschlossene Tür? Ich glaube, die war im Stockwerk Nummer 3.
Ich weiß es nicht genau. Aber das finden wir wahrscheinlich gleich raus, ne? Zwei durften wir nicht anhalten. Da, da, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Die Spannung steigt. So. Ich hab gehört, hier ist noch jemand, der auf die Stauze haben möchte. Ich frag mich, wie lange das Spiel noch geht. Das geht schon ganz schön lange, ne? Wie viele Folgen haben wir jetzt? Wir haben jetzt, glaube ich, ist das hier die 34. Und die Folgen gehen alle so etwas über 20 Minuten. 2 mal 3. 60, 60. Ich konnte nicht rechnen. Oh. 600? Das werde ich gleich mal in Ruhe ausrechnen. Ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn ich hier draufhauen muss. 30 mal 20. Ich kann nicht so gut rechnen. 3 mal 2, 600. Aber 600 kann doch nicht sein. 600 Minuten? Leute, das geht doch nicht. 10 Stunden? Das, nee. Oder? Naja. Oh. Jetzt, oh komm, jetzt sind hier schon wieder zwei von diesen Viechern. Das ist doch nicht wahr. Aber können wir hier wenigstens nochmal einen Heiltrank rauskriegen? Scheiße. Ach, ich bin hier aufgestiegen. Ich bin hier aufgestiegen. Was ist das denn? Lockstein. Ach, das habe ich auch noch nie gemacht, oder? Ermöglicht es Tod. Die verstreuten schwarzen Wurzsteine zusammen. ich wollte hier noch eine Kraft verteilen. Einen Punkt haben wir. Was ist das hier? Todesboten. Die gerufenen Krähen stellen mit jedem Treffer Todsreaper-Energie wieder her. Braucht keine Sau. Segen. Todskrähen stellen die Gesundheit ihres Meisters wieder her, indem sie seine Feinde angreifen. Das mögen wir. Das wollen wir. Das finden wir gut. So, aber hier wollen wir eigentlich noch einen Heiltrank rausholen. Ne, geht nicht. Also hauen wir hier nochmal drauf. Weg, weg. Oh. Guck mal, auf da. Oh. Alter. Aber leider nur. Ei. Ei. Nein. Guck mal, hier bist du nur am Ausweichen. Wie soll man das denn machen, Leute? Bist nur am Ausweichen. Raufhauen, raufhauen, ausweichen. Noch nicht mal raufhauen, weil gleich ausweichen und. Nur ab. Es ist. Oh, 999 schon wieder. Ei. Sollte die Leute mehr mit dem Hammer hauen? Ach, komm schon. Na, komm. Komm, hau doch mal. Sind die vielleicht anfälliger für Feuerschaden? Wer weiß das schon? Das sagen die einem ja nicht. Das wäre ja schon blöd. Oh, Mann, ey. Nur am. Guck mal. Gar nichts anderes hier. Na, komm, ich weiche ja schon wieder aus. Ihr wollt es auch. Au, au. Habe ich eigentlich irgendwas, was mein Leben regeneriert? Also so nebenbei. Ach, fuck you. Fuck you! Oh. Mann, ey. Oh. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich die richtig, richtig, richtig hasse, diese Viecher hier? Wer macht denn sowas? Und dann auch immer schön noch zwei, dass man auch nicht dazu kommt, irgendwie zu hauen. Sondern immer nur ausweicht. Na, was machst du heute? Ach, ganz toll ausweichen. Und du? Oh. Ach ja, natürlich. Noch eine dritte. Oh, ich habe eh nichts zu tun hier. Och, Leute, das ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich einen Trank nehmen. Dann holen wir hier noch die Flügelviecher raus. Wie heißen die Vögel? Und die Ghule. Geht das? Ja. Oi. So, jetzt ist mal Schluss hier mit lustig. Die anderen sind beschäftigt. So lange können wir die hier hauen. Aber die wird jetzt auch wieder... So, hauen, 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 hauen. Und nochmal... Ach, guck mal. Sind die vielleicht doch tatsächlich mehr feueranfällig, als ich dachte. Nein. 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 Oh, jetzt trifft die mich beim Abhauen, ne? Ah. Ah. Guck mal, ich kann hier nicht... Ei. Zack, 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 zack. Jetzt stirb, stirb, stirb. Bitte. Bitte. Ah. Oh, das dauert ja Stunden, bis wir hier mal drei Gegner fertig gemacht haben. Nö. Es ist echt der Wahnsinn.
Es ist eine reine Verwahnsinnigkeit. Stirbst du bitte? Da ist ein Heiltrank. Da ist ein Heiltrank. Nein, ja, toll. Ich sehe ja auch die... Oh! Die anderen dann jeweils nicht, wenn ich gerade eine hau. Ja. Na komm, kommst du hin? Musst du ausweichen. Kommst du hin? Musst du ausweichen. Ja, schon wieder. Du auch? Ja, noch sicher. Ja, doch, ihr kommt. Hau mich doch mal bitte. Ich wurde noch nie gehauen von euch. Guck mal, gleich tot. Schon wieder einen Trank nehmen. Was ist denn da der Trick, Leute? Was ist denn da der Trick? Stirb, du Sau! Hier so ein Trank. Hau rauf, hau rauf, hau rauf! Ist sie tot? Ist sie tot? Ich glaube, sie ist tot. Oh. So, eine noch. Eine noch. Ja, natürlich triffst du mich. Natürlich triffst du mich. Wie denn auch anders? Na. So, komm, 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 komm. Ist nur noch eine. Ist nur noch eine. Jetzt hau sie doch. Wut. Da geht die Wut. Fängt unten an. Und arbeitet sich langsam, aber sicher ganz weit nach oben. Ganz, ganz weit nach oben. Und sag, wie lange kämpfen wir jetzt mit den Tanten hier? 10 Minuten? 20? Ah, oh. Jetzt stirbt. Ja. Oh. Na, endlich. Und dann kommt nochmal 25, oder? Mann, hoffentlich ist der nicht so nervig wie die Tanten. Beziehungsweise wahrscheinlich. What? Wahrscheinlich holt der sich noch. Verschlingt ihn, ja natürlich. Er holt sich jetzt noch zwei zur Hilfe, ne? Oder vier. Na komm. Greif mich an irgendwie. Damit ich ausweichen kann. Danke. Aua! Bam! 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 So, pass mal auf, wir holen jetzt nochmal hier die Hülle raus. Das hilft jetzt ja was. Der Tor! Guck mal, der greift mich an! Aua! Noch einen Trank nehmen. Ich kann ihn nicht angreifen. Jetzt! Bams! 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 Oh. Hä? Soll ich mal die Reaper-Gestalt annehmen? Was meint ihr? Komm, komm, hau auf! Hau auf! Achso, wenn er das Schild dann raus hat, dann kann man ihn nicht treffen, oder was? Oh, shit! Aber jetzt können wir doch mal die Kuhle rausholen. Das können wir jetzt auch beliebig oft machen, weil immer wenn ich irgendwie zuhaue, dann kriege ich ja diese Zornkraft zurück. Na komm, greif ihn mal bitte an. Kann ich ihn angreifen und das ist gut. Nee, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Jetzt geh doch mal weiter. Oh. Oh. Guck mal, das da, ne? War das irgendwie besonders gut? Nee. So, Hans, ich bin bereit. Zählt den Eindringling. What? Na komm. Komm, hol dein Schild raus. Den kann man auch nur alle 10 Minuten hauen, ne? Weil er dann sonst immer sein Schild rausholt. Ja, das macht Spaß. Das macht doch Spaß. Ja, dann springe ich auch noch in seinen scheiß Speer rein. Heute ist wieder ein guter Tag. Heute ist wieder ein guter Tag. Oh, oh. Yes! Yes! Oh, geil! Wieso hast du das nicht gleich zu Anfang immer? Schüchen. Naja, naja. Hammerchen. Naja. Erstmal Kisten kaputt hauen. Weil... Oh, ein Relikt von Etugott. Gib mir hart am Arsch vorbei! Ich will einen Heiltrank. Ich will einen Heiltrank. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Komme ich von da oder von da? Kann mir das mal jemand sagen? Natürlich nicht. Was ist denn hier? Hier? Ah, da war irgendwas.
Heilige Schriftrolle des Seelenlenkers. Folge diesen Koordinaten, um ein Geheimnis im Labyrinth des Seelenlenkers zu enthüllen. Nö. Sorry, Leute, aber ich will jetzt einfach mal weiterkommen. Wenn ich nur wüsste, gehe ich hier richtig? Ich glaube schon. Ich könnte Aisha fragen. Los. Aber die kann ja eh nix. Aber die will... Guck mal, die hier, ne? Die nerven mich immer. Ach, der ist schon tot. Ist er schon tot? So, den habe ich jetzt nämlich gerettet. Den habe ich befreit von seinen Qualen. Den noch nicht. Das ist gleich. Wow. Jetzt, ne? Okay, geschehen. Wieder. Schlaf gut. Oder so. Weiter geht's. Ah, ah, ah. Oh. Was, wo bin ich? Ach, da unten ist es frei oder sind es hier zwei, wo ich jetzt bin? Man weiß es nicht, aber man kann hier raufklettern. Und dann ist man hier. Und dann geht man da rüber. Und dann springt man da hoch. Und dann springt man da rüber. Geht man hier rüber. Und dann springt man da rüber. Geht man hier rüber. Und dann ist man hier drüben. Muss ich noch hoch oder so? Nee. Einfach runter. Einfach runterfallen lassen. Und rein da. Oh, Mann, 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 Mann. Und hier kommen jetzt... Oh, Rätsel. Boom. Wie, das war's jetzt? Das war ja schwer. Hui. Da lang? Jo. Hui. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Da sind Schürchen drin. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber das nehme ich mal an, ne? Ach, das ist die Kiste. Guck mal, jetzt sehe ich das unten auf der Minimap, wo ich gesehen habe, dass da eine ist, aber da nicht hin konnte. Das heißt, wir sind jetzt in diesem großen Raum. Unheimlicher Faustschild des Eises. Eisschaden 34 Zorn pro Kill, aber der Schaden, ne? Der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Und ich gehe gerade nicht. Das ist... Ich habe so eine Krankheit. Naja, komm. Gut, ich habe gegähnt. Lass mich in Ruhe. Ich bin auch nur ein Mensch. Ein Mensch, der von einem radioaktiven Fisch gebissen wurde und seitdem der Fischkopf ist. Hat jetzt keine Superkräfte oder so. Ist einfach nur der Fischkopf. Bei einem harmlosen Picknick. auf dem atomaren Testgelände. Um die Menschheit zu beschützen. Der Blutjunge Bindenhersteller. Ich muss noch über mal wieder heiß. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, ne? Okay. Hier runter. Hebel ziehen. Kann ich. Hebel ziehen kann ich. Aber wenn ich eins kann, dann ist das ein Hebel ziehen. Ah ja, die Brücke ist oben. Das finde ich gut. Ist hier noch was? Nee. Whoppa! Und alt! Alt! Guck mal, die kann man ja so schön finishen, ne? Da braucht man gar nichts machen. Geh's einfach hin. Drück's eh. Zack. Hey, hallo. Hey, du. Hey, noch einer? Nee. Doch, hier. Gut, und warum haben wir jetzt die Brücke hier hochgefahren? Das wissen wir noch nicht. Hier ist so ein Ding. Das kann man zum Beispiel ziehen. Können wir das hier runter? Ja. So, das muss wahrscheinlich da hinten in den Raum. Warum auch immer. Wir machen es mal. Nee, lass mal los, bitte. Und mal so rum. Sehen wir auch, wo wir hingehen. Hey Aisha, kannst du mal helfen? Nee. Ich weiß, das war eine Scherzfrage. Ach so. Weiter geht's. Hier ist so ein Knöpfchen, ne? What? What?
Ich verstehe die Richtung. Das heißt, das Ding kann dann nicht mehr runterfallen, weil im zweiten Stockwerk, da war ja einer, hat uns immer wieder runtergeschickt, aber jetzt geht das nicht, weil das Ding da drunter ist. Finde ich gut. Hier liegt was. Das nehmen wir mal mit. Aber das interessiert uns nicht weiter. Hier, das ist doch Geld. Waren hier jetzt gerade Zacken runtergefallen? Ich habe das nicht richtig gesehen. Vielleicht. Hier da oben, ne? Kann das sein? Ich will nur mal kurz gucken. Nee, da war einfach nur der Hebel, ne? Komm, dann gehen wir wieder. Hui. Und zwar geht's jetzt ab in den zweiten Stock. Yay. Ach so, muss ich da wieder hoch? Muss ich da wieder hoch? Das kann sein, ne? Weil von hier aus komme ich auch nicht da hoch. Oder... Ja, ja. Ja, okay, ich hab's verstanden. Zum Glück früh genug. Spät, aber früh genug. Und wir werden jetzt einfach nochmal an der Folge nochmal gucken, ob das so stimmt, was ich da denke. Ah, ich sehe gerade. Naja, doch. Und wenn das stimmt, dann beenden wir die Folge. Und wenn das nicht stimmt, dann machen wir das auch. Ich will nur nicht jetzt schon beenden. Damit ihr als so halben Cliffhanger noch mitbekommt, hat es erstmal überhaupt geklappt mit dem Weg. Und wenn ja, was passiert als nächstes? Und dann sage ich, ja, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Aber das wisst ihr ja noch nicht. Hier lang? Jo. So, Eiche. Kommst du? Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Und in der nächsten Folge, Freunde, hau ich hier gegen diesen Stein und dann gehen wir in den zweiten Stock und dann räumen wir da mal richtig auf, ne? Dann mischen wir die mal auf, dann hauen wir da mal auf den Tisch, dann oder kacken wir den auf den Tisch, ne? Das sage ich ja immer, ne? Auf den Tisch kacken ist total gesund für die Wirbelsäule. Ich freue mich auf euch. Beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Tschüss.